Hallo ihr da draußen und damit mal wieder herzlich willkommen zu einem ja leicht verwackelten Video heute an diesem wunderschönen Dienstagmorgen oder Mittag. Naja, je nachdem wann ihr es euch anschaut, heiße ich euch auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mal ein bisschen auf Spurensuche begeben mit einem Video, was schon etwas älter ist. Es geht hierbei um ein ehemaliges Bahnbetriebswerk und ich will da gar nicht so viel vorneweg erzählen, denn allzu viel Geschichte habe ich leider darüber nicht gefunden. Also kommt einfach mit, wir hören uns gleich, also eingeschaltet bleiben. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in das älteste Bahnbetriebswerk in Deutschland. Das Bahnbetriebswerk Leipzig Hauptbahnhof Süd feierte schon 1987 sein 150-jähriges Bestehen. Krass, dass das Ding so alt war, wo wir dort an dieser Stelle fotografieren waren. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding wirklich schon so alt ist, denn es sah eigentlich aus wie fast jedes Bahnbetriebswerk hier im Raum Leipzig. Typischer Ring-Lokschuppen, Rundlokschuppen mit verschiedenen Toren dran. Aber eine Sache war da interessanter im Vergleich zu den anderen Bahnbetriebswerken, denn es befand sich noch das ein oder andere drinnen. Leider ist in der Vergangenheit schon mehrmals hier eingebrochen worden, sodass das eigentlich Interessante mittlerweile leider völlig zerstört ist. Wobei man sagen muss, wenn es hier nicht zu zwei verheerenden Bränden gekommen wäre auf dem Werk, dann wäre vermutlich das ganze Bahnbetriebswerk bis heute noch existent, denn es wurde ja 2015 bereits weggerissen. Heute befindet sich dort eine Brachfläche, eine Schotterfläche, wo die Deutsche Bahn halt bis heute nichts mit anzufangen weiß. Bei den Festlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen dieser Anlage, und das muss man sich mal hier auf der Zunge zergehen lassen, ne? Wir reden hier von einem Bahnbetriebswerk von 1837, hatte man hier zu den Feierlichkeiten natürlich eine große Fahrzeugschau geboten und eingeladen, hier sich doch das eine oder andere mal anzuschauen. Aber was wurde in so einem Bahnbetriebswerk eigentlich gemacht? Einige wissen es, für die, die es nicht wissen, hier in so einem Bahnbetriebswerk wurden im Prinzip Züge, Waggons instand gesetzt und in Betrieb gehalten, modernisiert, es wurden kleinere und größere Reparaturen durchgeführt und auch tatsächlich Lokomotiven und Triebwagen eingelagert, um halt draußen nicht sinnlos in der Witterung umherzurosten. Ein Link zu dieser Fahrzeugschau aus dem Jahr 87 knall ich euch gerne in die Infobox rein, wenn euch das interessiert. Wenn ihr da Eisenbahnfans seid, dann schaut doch da mal rein. Da sind ein paar interessante Bilder von interessanten alten Loks zu finden. Am 16. Januar 2012 kam es zu einem Großbrand auf dem Gelände des Bahnbetriebswerks. Laut Bundespolizeiinspektion hatten die Täter die Scheibe eines abgestellten Waggons eingeschlagen und einen Brandsatz hineingeworfen. Die Flammen griffen unmittelbar auf den Lokschuppen über. Bei dem Feuer wurden Wagen des legendären Trans-Europa-Express aus den 50er Jahren zerstört, die dort laut Nürnberger Deutsche Bahn Museum in Halle untergestellt waren. Und das ist an der Stelle natürlich sehr schade, dass man hier durch so eine sinnlose Willkür hier so Geschichte unserer Eisenbahn zerstört, mutwillig auch noch. Ne? Also sinnlose Geschichte. Bereits 2011 wurde hier in dem Lokschuppen eingebrochen. Die Täter hatten dort aber laut Polizeibericht lediglich Türen aufgebrochen und seien dann in den Unterstand eingedrungen. Man hatte da nicht nur Fahrzeuge sinnlos beschädigt durch Vandalismus, sondern auch Wände beschmiert und Sachen geklaut und alles kaputt gemacht. Also wirklich sinnloser Vandalismus in gröbster Form. Ganz schlimm. Der entstandene Schaden hier durch diesen Einbruch lag bei mehreren 10.000 Euro, wie die Seite Rotten Places berichtet, die verlinke ich auch gerne unten in der Videobeschreibung. Glücklicherweise blieben drei komplette Diesellokomotiven vor dem Brand 2012 unbeschädigt, denn diese wurden kurz vor dem Brand aus der Halle gefahren und sind glücklicherweise dann dadurch auch gerettet worden. Leider ist aber der Lokschuppen dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und die Deutsche Bahn hat ja generell wenig Interesse an diesen alten Anlagen und somit hat man dann schlussendlich im Februar 2013 die Genehmigung zum Abriss erteilt bzw. beantragt und einige Monate später folgte dann schlussendlich der Abriss.
Die Anlage bestand aus einem Ringlokschuppen mit 24 Gleisen plus einer Drehscheibe sowie einem Bedienstand, der ebenfalls auf der Drehscheibe stand, und einigen verschiedenen Anlagen zum Befüllen von Lokomotiven und auch von Dieselloks. Das waren recht alte Geschichten, auch, also es sah wirklich aus wie in einem Museum dort, es war schon wirklich interessant. Heute ist, wie gesagt, dort Brachfläche. Ihr findet dort leider nichts mehr. Ich hoffe, das Video kann euch ein bisschen einen Einblick vermitteln. Ich glaube, wir haben momentan das einzige Video online von diesem Objekt. Heute ist dort eine Gedenktafel, die dort von wahrscheinlich Historikern aufgehängt wurde an einem Baum. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt noch mit ein, zwei Bildern. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao.